Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine, naja eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Und zwar entsteht dieses Video gemeinsam mit Diana vom Kanal Schickimicki. Ich freue mich ganz doll, ich liebe ihre Videos, ich schaue sie schon so, so lange und ich freue mich, dass wir dieses Video gemeinsam drehen. Auch auf ihrem Kanal ist eben ein Video online gegangen. Ähnlich wie bei mir, ich habe ihr Make-up ausgesucht und sie suchte mein Make-up aus. Und wir haben natürlich auch was Tolles für euch, weil wir wirklich die besten Communities haben. Haben wir uns überlegt, dass auf jedem Kanal eine dicke, fette Make-up-Box mit richtig coolen Produkten und einem 50-Euro-Douglas-Gutschein an einen oder eine von euch verlost wird. Was ihr dafür tun müsst, steht einmal unten in der Infobox, aber ich sag's euch auch einmal so. Ihr müsst gerne meinen und ihren Kanal abonnieren. Kommentiert gerne bei dem anderen, dass ihr Teil deren Community seid und dass ihr bei uns jetzt auch mit dabei seid und lasst uns irgendwie eine Möglichkeit da, wie wir euch kontaktieren können. Das kann Instagram, das kann eine E-Mail sein, vielleicht keine Telefonnummern, aber irgendwie, wie wir euch kontaktieren können und so könnt ihr etwas Schönes gewinnen. Ihr könnt natürlich auf beiden Kanälen mitmachen, das verdoppelt natürlich eure Chance. Aber jetzt, Freunde, seid ihr bereit? Es war wild. Also wir haben das Ganze schon vor einer Weile geplant und sie ist ja gerade umgezogen und ihr Büro ist so wunderschön geworden. Ich bin ein klitzekleines bisschen neidisch. Ihr kennt ja mein Studio, es ist eine kleine Nische. Im Separé hier bei mir in der Wohnung. Aber wir arbeiten an Hochtouren daran, dass wir das Ganze hier bald auslagern können. Dann nehme ich euch selbstverständlich bei Instagram mit. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr da auch selbstverständlich gerne vorbeischauen. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir die Welt. Für euch ist es nur ein Klick und so kann unsere Community wachsen und ihr seid Teil der Giacomo Army. Und jetzt, Freunde, geht es los. Diana war so lieb und hat Make-up ausgesucht für mich. Und zwar... Warum ist das so? Ist es scharf? Und zwar hat sie High-End-Drogerie alles mit dabei. Und wir schauen mal, wofür sie sich als Primer entschieden hat. Hello! Hallo! Einen wunderschönen guten Tag! Ich habe gehört, du darfst heute mein Make-up aussuchen. Auf jeden Fall! Wollen wir mit dem Primer anfangen? Und wie? Okay, ich drehe einmal die Kamera. Es sind überall Kabel, stehen überall Kameras. Und hier ist die Primer-Schublade. Es ist ein bisschen chaotisch, weil... Diese Alex-Dinger sind ein bisschen klein. Oh, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht so. Siehst du ja schon was, was dir ins... Warum? Ja. Dieser gelbe da hinten von Essence. Der? Essence? Ja. Als Primer haben wir heute den Essence Prime Plus Studio Protecting Skin Primer mit UVA und UVB-Schutz mit Lichtschutzfaktor 20. Korrigiert mich bitte. Ich glaube, ich habe ihn euch schon mal gezeigt. Ich glaube aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren den aus. First Impression. Das Schöne bei diesen Videos ist ja wirklich immer, dass man einfach so ein bisschen schauen kann, wie gefallen Make-up-Produkte anderen Leuten. Und wir haben so ein bisschen darauf geachtet, dass wir natürlich Produkte aussuchen, die mir gefallen und ich gespannt bin, wie sie bei ihr sind, aber auch natürlich andersrum. Vielleicht gibt es Produkte, die mir nicht gefallen, ihr aber sehr gut gefallen. Ich arbeite den Primer mit einem Pinsel ein. Ich benutze hierfür einfach einen von BH. Und ach, okay. Ich erinnere mich, ich habe den Primer schon mal ausprobiert. Der hat so einen White Cast gehabt, ne? Also der ist halt wie eine Sonnencreme. Ihr seht es schon. Ja, she's white today. Mhm. Okay. Ich glaube, ich mochte den aber ganz gerne, weil diesen White Cast sieht man dann natürlich nicht mehr unter der Foundation. Gibt aber so einen leichten... Ach, sieht ein bisschen blass aus, ne? Also wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin dafür bekannt, hier bei mir in meiner Community, dass meine Foundations nie passt. Und Diana hat in Schwarze getroffen, denn, wir schauen mal, für welche Foundation sie sich entschieden hat. Womit möchtest du weitermachen? Mit der Foundation. Okay. Okay, das ist die Schublade der Schande. Wir haben True Skin, wir haben Gucci, Benefit, NYX, ja. Wet and Wild. Oh, die ist gut. Mich interessiert die Born to Glow von NYX. Okay. Weil die mag ich selber auch total. Okay. Ich möchte gerne wissen, wie du die findest. Okay, ich sehe damit aus wie Ann Simpson. Ich nehme schon mal vorweg. Okay, alright. Ja. Das ist die NYX Born to Glow Foundation. Ich liebe die Formulierung davon. Allerdings, warum habe ich sie mir eigentlich dann nie in der richtigen Farbe gekauft? Das ist die Born to Glow Foundation in der Farbe Natural. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass Hattie sie mir auch ausgesucht hatte und ich danach aussah wie ein Simpson. Wir schauen, wie es wird. Ich nehme denselben Pinsel hier und wir arbeiten mal heute in einer ganz, ganz zarten Schicht. Oh! Okay, passt sie jetzt doch auf einmal? Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen blasser und gelber geworden als
als ich die das letzte Mal benutzt habe. Ich nehme mal meinen eigenen Schwamm. Ich verlinke euch den mal, falls ihr den noch nicht habt. Der ist in Zusammenarbeit mit Luvia. Der wechselt seine Farbe unter warmem Wasser, aber ihr könnt natürlich auch gegenboosten. Und wir schauen mal, wie sich die Foundation verhält. Okay, ja, doch, sie ist schon ganz schön gelb. Vielleicht kriege ich das mit ein bisschen Color Correction vom Video nachträglich raus. Und ihr seht, ich habe die Augenbrauen schon gemacht. So ein bisschen vorhin, weil ich wollte nicht ganz so müde vor die Kamera, wie ich aussah vorhin. Ich habe das Brow Freeze benutzt von Anastasia und ich nehme alles zurück. Das ist das beste Produkt, was ich 2020 benutzt habe bis jetzt. Aber Freunde, ihr kennt mich, wir kriegen das. Okay, also in der Kamera, finde ich, geht's gerade sogar. Wenn ich euch jetzt ein Stückchen dunkler stelle, dann kommt der Schreck. Wobei, nee. Oh, also. She's cute today. Also die Farbe. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Okay, ich glaube, so könnt ihr alles einmal ganz gut sehen. Also der Glow ist natürlich fantastisch. Und wir machen weiter mit dem Concealer. Auch da, ja. Ist so eine Sache, ne? Nee, den daneben? Ja. Das ist der Dior Forever Skin Correct. Hier hat sich Diana für den Forever Skin Correct von Dior entschieden. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Das Problem bei diesem Concealer ist, Freunde, lasst es euch gesagt sein, der funktioniert nicht mit jedem Puder. Ach, ich bin auch deppert, ne? Ich habe doch dieses neue Dior Puder bekommen, was ich euch bei Instagram gezeigt habe. Aber sie hat sich für ein anderes entschieden. Vielleicht funktioniert es damit. Es ist immer so spannend zu sehen, wenn man neue Leute aus seinem Kanal hat, die einen vielleicht noch nicht kennen. Viel Foundation, viel Concealer ist bei mir an der Tagesordnung. Wir lassen den Concealer einmal ganz kurz ein bisschen antrocknen. Das erhöht ultimativ die Deckkraft. Und dann verblenden wir den einfach schon mal so ein bisschen am Rand. Ihr könnt mir gerne eure Make-up-Favoriten einmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gehe ich dann auch einfach nochmal durch die Kommentare durch und suche mir ein paar neue Produkte aus, die ich noch nicht kenne. Und dann kann ich sie in einem folgenden Video testen, falls euch das Ganze natürlich gefällt und ihr darauf Lust habt. Die Stunde der Wahrheit, Freunde. Welches Puder möchte sie? Ich hätte ganz gerne zwei Puder bei dir. Okay, hier sind ein also paar. Genau, einmal eins zum Baken. Am besten so ein loses oder ein helleres. Habe ich einmal Tara, Kimchi, Kat Von D. Nehmen wir das von Tara. Das ist so toll. Das ist ein bisschen schmantig, ja, hier. Ich. Hast du noch eins irgendwie aus der Drogerie? Noch ein cooles irgendwie? Hoppala, schauen wir mal. Da geht's ja noch weiter. Da geht's noch weiter. Setting-Puder habe ich hier noch. Die Fit Me und die ganzen von L'Oreal. Ja, nimm mal das. Okay. Das ist Plus Poreless. Und da hat sie sich für das Tamtam Beauty Puder entschieden. Das ist das Loose Translucent Powder. Ich mag das, glaube ich, ganz gerne. Ich bin gespannt, wie es mit dem Dior Concealer funktioniert. Ihr seht, glaube ich, schon, dass der ganz schön creased, ne? Das ist jetzt aber auch eine Kombination aus dem Concealer und der Foundation. Ich nehme meinen Blendifoil, gehe hier rein. Oh, ich habe es im Auge. Ach, egal. Weitermachen. Okay, Diana, gib mir das heute nur unter die Augen und so ein bisschen hier aufs bewegliche Lid. Denn sie hat sich noch für ein weiteres Puder entschieden. Und das ist das Maybelline Fit Me Matte and Poreless Puder. Ich liebe dieses Puder. Ihr seht, ich habe Hit the Pan und ich sage es immer wieder. Wenn ich Hit the Pan in einem Produkt habe, Freunde, glaubt mir, dann benutze ich das wirklich täglich. Entweder benutze ich das hier oder hier das Infallible Puder. Sind beide gleich. Ist völlig egal, welche ihr benutzt. Ich benutze hierfür einen Pinsel von BH. Gehe hier rein. Und es hätte damit einfach ganz leicht meine Foundation. Ich möchte gar nicht so viel benutzen heute, weil ich diesen Glow von der Foundation mag. Diese Augenbrauen, ne? Ich könnte mich da reinlegen. Das sind meine echten Augenbrauen. Ich habe sie einfach nur so... Das ist... Wisst ihr, wie Drag Queens ihre Augenbrauen wegmachen mit so einem Prittstift, ne? So fühlt sich das an. Die sind super nah an der Haut, die Augenbrauen, aber I stand. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, unter den Augen hat es so ein klitzekleines bisschen gecreased. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Mit ein bisschen Lidschatten verblendet, dann sieht man das eh nicht mehr. Aber so gefällt mir die Base eigentlich ganz gut. Lasst uns doch mal schauen, für welchen Bronzer sie sich entschieden hat. Bronzer habe ich auch so ein paar verteilt hier. Da habe ich noch kein richtiges System gefunden. Ein Matten möchte ich gerne. Ein Mattenbronzer. Da habe ich entweder den hier von Essence, den Hello. Ja. Okay. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Und zwar ist das der Essence Hello Good Stuff Matte & Glow Bronzer. Der ist auf der einen Seite matt, auf der anderen Seite glowy. Das kann man aber nicht vermeiden, dass sich das mischt. Also, I'm so sorry, Diana. Du wolltest, glaube ich, einen matten Bronzer haben. Ich bin vorsichtig. Der riecht halt ein bisschen... Ich bin sehr schlecht im Gerüche schreiben, Freunde, ihr wisst das, ne? Aber er riecht so ein bisschen nach Kakao. Aber nicht so süßer Kakao, sondern... So bitterer Kakao. Finde ich persönlich nicht schlimm. Das sind 99% natürliche Ingredienzen drin. Ich gehe hier rein
Und dann setzen wir uns den direkt hier hin. Ich liebe die Farbe von dem Bronzer. Das ist so ein schöner, kühler Ton. Damit kann man auch gleichzeitig so ein bisschen konturieren. Den setze ich mir einfach an die höchsten Punkte. Und für den Wangenbereich nehme ich einen etwas kleineren Pinsel. Da kann ich noch wirklich matt bleiben. Und setze mir den hier hin. Das ist das Schöne bei diesen Videos, dass man einfach immer wieder Produkte kennenlernt, die schon in der Schminksammlung sind. Und sie einfach auch in einer neuen Kombination mal sieht. Oh nein, mir ist aufgefallen, wir haben was für die Lippen vergessen. Egal, da habe ich eine Idee. So sieht das Ganze richtig schön aus. Ich liebe das. Also unter den Augen, das ist heute nicht ganz so meins. Aber die Base an sich, was sagt ihr, Freunde? Haltet das Video an und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir machen weiter mit dem Blush. Wir haben Blush noch. Und da habe ich ein paar wieder. Die sind hier so ein bisschen verteilt. Hier ist einmal Kat Von D beispielsweise. Den da von Trended Up. Und hier hat Diana sich für den Trended Up Rosy Touch Blush entschieden. Der hat so zwei verschiedene Farben. Auch hier, immer wenn etwas zweifarbig ist, mische ich es an. Also ich gehe nie nur in die eine Farbe oder nur in die andere. Ich mache immer so. Klopf ab und dann setze ich mir das einfach hier hin. Und der ist ultra pigmentiert. Okay, I love it. Passt auch super, super gut mit dem Bronzer zusammen. Ich gebe mir den so ein bisschen höher. Ich habe nämlich schon so eine Look-Idee im Kopf, denn sie hat sich auch für eine Lidschattenpalette entschieden. Da kommen wir gleich zu. Wir schauen aber mal schnell, welchen Highlighter sie haben möchte. Da freue ich mich persönlich, Freunde, riesig drauf. Ja, dann nehmen wir am besten einen Highlighter einmal. Das ist einmal fast alles. Ja. Oh Gott, es ist sehr schwer, da einen Überblick zu haben. Fenty, wir haben... Was ist das? Das ist ein Highlighter von Make-Up Geek. Die ganzen Nabla-Dinger. Raffas Plastic Cosmetics. Die Stacy Marie. Warte. Sehen cool aus. Schau mal, die sind so richtig wet. Die sind ganz feucht. Oh, das mag ich. Ja, nimm mal den. Ach, einer meiner liebsten Highlighter-Formulierungen sind diese Get Wet Highlighter von Be Perfect Cosmetics. Ich liebe die. Die sind butterweich. Sind so ein bisschen wie die von Fenty Beauty, aber... halt so super nass, ne? Also so sieht man sie gar nicht und so sind sie da. Ich gehe mit einem fluffigen Pinsel rein. Der ist halt sehr hell jetzt, aber der sieht halt aus wie nass, ne? Ich schau mal, vielleicht gibt es den noch, dann verlinke ich euch die Produkte, die sie sich jetzt rausgesucht hat, falls hier was dabei ist. Das ist ein nasser Highlighter. Ihr wisst, ich gebe mir den auch gerne hier oben noch so ein bisschen hin. She's wet. Der Name passt dazu sehr, sehr gut. Sie hat sich auch ein Augenbrauenprodukt ausgesucht. Hast du diesen Filzstift von Catrice? Ja, das ist dieser hier. Das würde mich mal interessieren, wie du den findest. Okay, das kommt mit rein. Und da hat sie sich für den Brow Definer von Catrice entschieden. Ich habe ja schon so ein bisschen was auf den Augenbrauen drauf. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig und gehe einfach nur noch mal ganz leicht rein. Ich finde, wenn man dieses Produkt von Anastasia vorher schon drauf hat, dann braucht man das gar nicht unbedingt. Aber damit kann man sich so feine Härchen mit einziehen. Den benutze ich täglich. Also das ist kein neues Produkt für mich. Das ist einer meiner Go-To-Produkte. Und ihr habt damit diese richtige fluffy Brow. Essence hat im Prinzip genau dasselbe Produkt rausgebracht. Allerdings mit einer etwas feineren Spitze. Die mag ich persönlich lieber. Damit kann man besser die Härchen einzeln nachmalen. Funktioniert aber sehr gut. Okay, Freunde, seid ihr bereit für den Lidschatten? Da hat sie sich Folgendes ausgesucht. Das letzte ist Lidschatten. Da sind viele Schubladen. Eins, zwei und dann drei, vier. Wir können ja schon mal so ein bisschen sortieren. Drogerie oder High-End? Drogerie. Okay, dann sind wir hier schon richtig. Hier sind alle Travel-Paletten von BH Cosmetics. Oh, die sind immer krass. Ja. Aber die sind auch mal sehr arg bunt. Aber das magst du ja. Ja, dann haben wir hier noch die zwei Limited Editions von Catrice. Wir haben meine. Wir haben Love und Lou. Von Catrice? Das hier? Ja. Das ist die Nude Peony Palette. Die will ich. Okay. Das ist die Nude Peony Palette von Catrice. Wir schminken damit einen Look und ihr seid ja eh schon schön nah dran. Seid ihr bereit? Let's go. Ich fange als erstes mit so einem kleinen Packing Brush an. Der ist so ein bisschen angeschrägt und gehe in dieses, ja, das ist ja alles so ein bisschen rosafarben, ne? So Mauve. Und setze mir das hier außen hin und dann ziehe ich mir das hier direkt in die Lidfalte rein. Das Schöne bei der Palette ist, dass sie sehr natürlich ist, ne? Also ihr könnt damit zwar intensive Looks machen, wenn ihr eine feuchte Base benutzt, wenn ihr aber eine trockene oder so halbwegs abgepuderte Base habt, dann werden die Farben alle so ein bisschen weicher. Schaut mal, die Farbe ist auf jeden Fall schon drauf. Ich mische noch ganz
bisschen von diesem Lila hier unten rein. Und die Farbe setze ich mir einfach nur in die Crease. Und dann blende ich diese gleich aus. Und dafür benutze ich einen Pinsel von Catrice aus dieser Gem-Reihe. Ich glaube, die hieß die Gem-Reihe. Und blende das aus mit diesem, ja, lila, rosa. Ich bin so schlecht in Farben schreiben, Freunde, ne? Was ist das für eine Farbe? Ist es rosa? Ist es Mauve? Ich finde, Mauve ist so eine Farbe wie Taub, ne? Wenn man keine Ahnung hat, wie man wenn man keine Ahnung hat, wie man eine Farbe beschreiben soll, dann ist es Taub. Ich blende die Farbe einmal aus, das geht ja immer recht schnell. Wir machen auch heute einen sehr soften Look. Ich finde, die Base ist heute so ein bisschen im Vordergrund und dann kann man hier so einen Alltagslook machen. Auf mein bewegliches Lid gehe ich in diesen Ton hier. Ich liebe den. Ich nehme einfach erstmal einen Pinsel und lade den auf und damit ziehe ich mir dann ja, so eine ganz softe Cut Crease. Außen gehe ich in den Schimmerton hier und verbinde das einfach und ihr habt einen super romantischen Look. An mein Inner Corner gehe ich in diesen schönen Goldton hier rein. Ja, und hier noch so ein bisschen. Oh, ich liebe die Base. Und dieser Highlighter hier oben, der macht alles Hammer. Benutzt ihr eigentlich diesen, also wenn ihr die Palette habt, benutzt ihr diese Base? Also es ist ja wie so ein Concealer, ne? Ich benutze das nie. Unten gehe ich einfach nochmal in das Lila hier unten, klopfe einmal gut ab und setze mir das direkt an meinen unteren Wimpernkranz und blende das Ganze mit der helleren Farbe hier aus. Okay, super simpler, schnell gemachter Look. Wie gefällt er euch? Was sagt er? Schauen wir mal, für welche Mascara sie sich entschieden hat. Dann können wir gleich bei Mascara bleiben. Da habe ich hier auch so ein paar. Ja. Anastasia, Asam. Nimm mal die Asam, bitte. Ja, oh mein Gott. Oh, thank you. Meine liebste Mascara, das ist die Asam Magic Finish Mascara. Ich liebe diese Mascara. Das Bürstchen ist so toll. Macht so schöne, dicke, schwarze Wimpern. Schaut mal. Eine Schicht, noch nicht mal. Ich werde mir auch gleich Lashes aufkleben. In der Zwischenzeit tragen wir etwas aber noch auf die Lippen auf. Und das haben wir vergessen tatsächlich. Aber ich bin solidarisch mit ihr. Ich habe mich nämlich für eine Farbe bei ihr entschieden. Und ich habe zufälligerweise dieselbe Farbe hier. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe 65. Schaut es euch an. Schönste Farbe überhaupt. Hello! Hey! Na? Na? Du bist ja schnell. Ja, ich zeig dir mal den Look. Ja. Wir haben eine Sache vergessen. Wir haben die Lippen vergessen. Deswegen habe ich einfach dieselbe Farbe genommen wie du. Ja, nice. Aber passt. Cool. Schau dir mal den Highlighter an. Ich wollte gerade sagen, der Highlighter sieht mega aus. Ja, ich bin ganz begeistert von deiner Wahl. Selbst mit der Foundation hat es irgendwie funktioniert. Aber ich hoffe, der Look gefällt dir. Sehr schön. Mensch, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ihr geht jetzt einmal rüber zu Diana auf den Kanal. Lasst ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke dir.